Moin moin und herzlich willkommen zum Kunstunterricht in der TWS Baumschule. Denn nachdem ich euch die Bäume aus der Dark Forest Serie von Comlec vorgestellt hatte, wünschten sich viele ein Bemaltutorial. Und da es drei Bäume sind, kann ich euch sogar drei Varianten zeigen. Eine klassische mit sommerlich grünen Blättern, eine herbstliche Variante und dann noch eine Bemalung im Kirschblüten- oder Magnolien-Look. Und natürlich wie immer ganz einfach und Schritt für Schritt. Los geht's mit der Grundierung und dem Holz der Bäume. Alle Modelle habe ich mit Corax White sprühgrundiert und wer mag, kann dann zumindest das Laub noch weiß trockenbürsten. Einfach, damit die späteren Farben dort stärker leuchten. Schnappt euch danach ein Holzbraun eurer Wahl und verdünnt es, bis die Farbe dünnflüssig, aber immer noch gut deckend ist. Im Zweifelsfall auch lieber etwas zu dünnflüssig, denn so bleiben euch bei der Bemalung alle Details erhalten. Bemalt damit Stamm, Äste und Wurzeln und verliert euch bloß nicht in irgendwelche Details. Ganz besonders nicht bei den feinen Ästen nahe der Blätter, auch dort muss das Braun nur ganz grob aufgetragen werden. Denn sobald alles getrocknet ist, folgt auf den feinen Ästen ein brauner Wash mit zum Beispiel Argax Earthshade. Alternativ könnt ihr auch eine braune und zu etwa 50% verdünnte Contrastfarbe nehmen. Der Stamm und das restliche Holz werden natürlich ebenfalls mit dem braunen Wash bemalt. Und wer möchte, kann in den nassen Wash noch eine grüne und oder dunkelbraune Contrastfarbe für einen Nass-in-Nass-Verlauf hineintupfen, um das Holz interessanter aussehen zu lassen. Ist wiederum alles getrocknet, geht's ans Trockenbürsten mit ein bis zwei unterschiedlich hellen Brauntönen. Zwischendurch könnt ihr hier und da auch noch ein Grün aufbürsten, um Moos anzudeuten. Abschließend kann ein helles Grau dafür sorgen, dass die Rinde alt und verwittert wirkt. Zum Trockenbürsten empfehle ich euch wie immer einen weichen Flach- oder Schminkpinsel. Denn damit lassen sich die Details am besten herausarbeiten. Weiter geht's mit dem Laub bzw. den Blättern. Hier zeige ich euch nun drei Varianten. Für den klassischen grünen Look nehmt ihr einfach zwei bis drei Grüntöne von dunkel bis hell. Bemalt mit dem mittleren Grün Schritt für Schritt das Blattwerk und tupft hier und da immer mal wieder etwas von den anderen Grüntönen in die noch nasse Farbe. So habt ihr direkt weiche Farbverläufe und euer Laub sieht viel interessanter aus. Ihr müsst dabei weiterhin auch gar nicht genau arbeiten, denn Lücken werden gleich noch mit einem Wash kaschiert und die Übergänge zu den Ästen werden später beim Trockenbürsten verblendet. Dort und jetzt schon die einzelnen Blätter zu bemalen, erspare ich mir entsprechend. Moos und Ranken am Stamm könnt ihr auf dieselbe Weise gestalten. Danach braucht ihr einen grünen Wash, den ich mir aus einer zu etwa 50% verdünnten Contrastfarbe anmische. Damit geht's dann grob über die Blätter, um zugleich auch letzte Lücken zu füllen. Außerdem werden damit die feinen Äste und die einzelnen Blätter bemalt, um Holz und Laub miteinander zu verblenden. Ist alles richtig gut durchgetrocknet, wird das Laub abschließend mit einem hellen Grün oder Grün-Gelb noch ganz leicht trocken gebürstet. Fertig ist der sommerlich grüne Baum. Soll's hingegen eher herbstlich aussehen, müsst ihr lediglich andere Farben verwenden. Die Bemaltechniken sind weiterhin dieselben wie beim grünlichen Sommerlook. Da Herbstlaub bekanntlich in roten, orangenen und gelblichen Farben schimmert, braucht ihr mindestens ein Dunkelrot, ein Rot, ein Orange und einen Gelbton. Das Orange ist eure Grundfarbe, in die die anderen Farben dann nass in nass hineingetupft werden. Anschließend folgt ein orangener Wash, den ich mir wieder aus einer zu 50% verdünnten Contrastfarbe anmische. Dazu ein Tipp, tupft diesen Wash auch übers Moos und hier und da an den Stamm, damit der Baum farblich stimmiger wirkt. Trocken gebürstet wird das Laub abschließend mit einem hellen Orange und oder einem Gelb. Fertig ist auch der herbstliche Baum. Soll euer Baum hingegen frühlingshaft blühen, zum Beispiel in leuchtenden Kirschblütenfarben, bieten sich Contrastfarben oder vergleichbare Farben an, also dünnflüssig und mit hoher Pigmentierung. Bemalt das Laub zunächst grob mit Weiß und hier und da auch ein paar einzelne Blätter. Wählt dann einige Pink- oder Lila-Töne aus und verdünnt diese Farben zu etwa 50%. Ich habe hier vier Farbtöne, aber zwei bis drei würden bereits ausreichen.
Diese Farben werden jetzt ganz einfach abwechselnd nebeneinander aufgetragen, sodass sie nur zum Teil ineinander verlaufen. Auf diese Weise sieht euer Laub immer noch unterschiedlich, aber in sich harmonisch aus. Nach dem Trocknen wird mit einem Weiß nochmal ganz vorsichtig über die Blattspitzen gebürstet. Und damit wären alle drei Bäume dann auch schon spielbereit. Welche Bemalvariante gefällt euch nun am besten? Schreibt's gerne in die Kommentare und wer sich für die Cromlech-Bäume interessiert, mittlerweile gibt es sie auch beim Miniaturikum und dort sogar etwas günstiger als beim polnischen Hersteller. Viel Spaß beim Nachmalen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!